wir die Versammlungsfreiheit ein Stück weit einschränken müssen? Die Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt in Deutschland. Oh ja, und warum? Wegen dem inneren Frieden. Aber wir stellen halt schon fest, dass die den inneren Frieden gefährden. Und jetzt wird darüber gesprochen, welche Aufgaben der Polizei man herunterfährt. Dass man jetzt sagt, welche Aufgaben können wir runterfahren? Müssen wir wirklich im ÖPNV so präsent sein? Wow, 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 Leute. Die Polizei in Berlin, sie ist in absoluter Not. Hier spricht endlich jemand Klartext. Er fordert die Politik dazu auf, zu handeln. Doch ich wette, seine Rufe, sie bleiben ungehört. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe euch die Bilder gezeigt, was in Berlin im Moment tagtäglich los ist. Es gibt auch neue Bilder von der letzten Nacht. Aber hier spricht der Sprecher der GdP Berlin, also der Gewerkschaft der Polizei. Und er nimmt hier ganz klar die Politik in die Pflicht. Und er vermisst den Aufschrei in unserem Land. Denn die innere Sicherheit, sie ist aktuell nicht wirklich gewährleistet. Aber wir gehen die ganzen Szenen hier der Reihe nach durch. Um was geht es konkret? Hört mal zu. Na, wir müssen schon feststellen, das hat Ihr Kollege draußen ja gerade deutlich gesagt, es passiert jetzt mittlerweile jede Nacht. Ne? Wir können uns darauf einstellen, geht relativ ruhig los und in der Nacht wird dann auch die Dunkelheit genutzt. Und mir ist es ein bisschen ruhig hier in diesem Land. Also irgendwie, man hört nichts aus bundespolitischer Ebene. Auch Landespolitiker, gerade auch in Berlin, die ahlen sich jetzt so ein Stück weit ab. Wir haben eine Europameisterschaft, ganz toll, ja. Die ahlen sich in der Europameisterschaft, weil sie so ganz toll ist. Heftige Worte hier vom Vorsitzenden der Berliner Polizeigewerkschaft, aber er macht noch weiter, er macht sie alle fertig. Aber man verkennt so ein bisschen die Lage, über die wir hier reden. Ich meine, Sie haben ja auch in den Einspielern davor deutlich gemacht, wir haben hier verantwortliche Personen, wie beispielsweise die TU-Präsidentin, die Antisemitismus liked und danach sagt, oh sorry, war nicht so gemeint. Wir hatten die Besetzung der FU, wir hatten die Besetzung der HU, ne? Es ist so ein Stück weit Dialog. Und das stört uns gerade, weil jede Nacht stehen unsere Kollegen da draußen, verteidigen unsere Demokratie. Jede Nacht gehen wir mit Verletzten da raus. Mhm. Ja, und wir stehen kurz vor einer Europameisterschaft. Gleichzeitig hat die Bundespolitik sich auch noch überlegt, na gut, zwei Tage vorher können wir hier noch eine zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz starten lassen, wo wir auch sehr, sehr viele Einheiten brauchen. Also unsere Kollegen kommen gerade gar nicht aus den Stiefeln raus. Wow, 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 habt ihr das gehört? Also, er hat gegen alle ausgeteilt, gegen die Landespolitik, gegen die Bundespolitik, gegen die Helden, die gedacht haben, wir machen jetzt eine Ukraine-Wiederaufbaukonferenz vor den EM-Spielen. Aber ich möchte nochmal betonen, was sagte unsere Innenministerin? Sie hat alles getan, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, die Sicherheit hat die oberste Priorität bei der Fußball-Europameisterschaft, das ist ganz klar. Mhm. Deswegen sind wir auch seit 2 Jahren am Arbeiten mit den Ländern gemeinsam, den Polizeibehörden. Ich lach mich tot. Die Berliner Polizei, sie steht mit dem Rücken zur Wand. Der Gewerkschaftssprecher, er sagt es jetzt hier im öffentlichen Fernsehen, also bei Welt, also ein Privatsender. Und ich wette mit euch, es wird nichts passieren. Am Ende geht was schief bei der EM und dann wird man mit dem Finger auf die Polizei zeigen. Aber ich zeige euch heute dieses Interview. Ich bringe das hier mit an die Öffentlichkeit, damit ihr mal seht, dass in Berlin die Polizei richtig am Arsch ist. Richtig am Arsch. Klar, wir haben hier in Berlin ein Versammlungsfreiheitsgesetz, was es auch Extremisten relativ einfach macht und der Polizei erschwert. Habt ihr es gehört? Die Gesetze in Berlin erleichtern es Extremisten hier, das Demonstrationsrecht zu kapern über die Versammlungsfreiheit. Und die Polizei, man hat ihr die Hände gebunden. Die Hände gebunden. Aber wie war das mit Berlins regierendem Bürgermeister? Er glaubte, dass das alles funktioniert. Schaut nochmal rein. Etliche Maßnahmen beschlossen, Änderung des ASOG. Hier geben wir der Berliner Polizei mehr Vertrauen, mehr Rückhalt für ihre schwierige Arbeit. Und ich persönlich glaube, dass sich das Schritt für Schritt auch jetzt schon auszahlt. Das hat Kai Wegner letzte Woche auf einem Bürgerdialog gesagt, wo es um die Sicherheit in den Berliner Außenbezirken geht. Leute, Berlin ist verloren. Also ich sehe da keine Hoffnung. Also schauen wir weiter, was hier die Gewerkschaft der Polizei zu sagen hat. Weil gewaltabschöpfende Maßnahmen so ein Stück weit fehlen. Deswegen ist da auch sicherlich die Landespolitik in der Pflicht. Aber diese Versammlungslagen, die sich ja manchmal auch gegen das Verhalten der Bundesregierung richten, finden halt alle in Berlin statt. Diese Lagen gibt es nirgendwo anders. Und die Demonstrationen, die sich gegen das Verhalten der Bundesregierung richten, ja, da hat er einen wahren Punkt angesprochen. In Berlin kanalisiert sich der ganze Protest gegen die Regierung, gegen die Opposition und gegen alle weiteren. Aber jetzt kommen wir hier mal zu den harten Fakten, dass die Sicherheit hier so nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Entweder wir schränken die Versammlungsfreiheit ein, vor allem für pro-palästinensische Demonstrationen. Dafür setzt sich die Polizei in Berlin inzwischen ein. Und wer sich die Bilder angeschaut hat, der versteht auch, warum die Polizei hier das Versammlungsrecht anfängt einzuschränken.
es braucht mir keiner kommen mit, das dürfen die aber hier und so weiter, sage ich nein, nein, nein. Wer noch nicht verstanden hat, was da gerufen wird auf den ganzen Demonstrationen, das ist peinlich. Wir hören einfach weiter zu. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Wir müssen darüber reden, dass wir die Versammlungsfreiheit ein Stück weit einschränken müssen. Ja, mhm. Das heißt, nicht alle pro-palästinensischen Versammlungen verbieten. Mhm. Aber wir stellen halt schon fest, dass die den inneren Frieden gefährden, dass es immer wieder zur Eskalation kommt. Die Berliner Polizei stellt fest, dass die pro-palästinensischen Demonstrationen den inneren Frieden gefährden. Wow! Frau Faeser, Herr Haldenwang, hallo! Aufruf zur Arbeit, bitte, kommt, hier, schnell. Also, Leute, so offen im Fernsehen wurdet ihr selten angegriffen. So direkt von einem aus der Polizei werdet ihr normal nie angegriffen. Liebe Politik, es ist Zeit zu handeln. Es ist wirklich Zeit zu handeln. Und da muss man sagen, hier wird Versammlungsfreiheit sehr weit ausgedehnt. Vielleicht sollten wir das dahingehend ein Stück weit einschränken, um den Leuten zu sagen, okay, ihr dürft demonstrieren, ihr dürft euer Recht auf Versammlungsfreiheit ausleben, aber dann nur an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeitpunkten. Und das gibt das Land Berlin vor. Wer sich jetzt aufregt, dass das Land Berlin hier vorgeben möchte, wo und wann demonstriert wird, der muss sich mal mit der Lage in der Hauptstadt hier auseinandersetzen. Es ist hier quasi jedem erlaubt, wenn er eine Versammlung anmeldet, sie am Ende durchzuführen. Das würde dazu führen, dass wenn es 1000 angemeldete Veranstaltungen gibt in 1000 verschiedenen Orten, dass die Berliner Polizei aktuell keine Handhabe hat, das zu unterbinden oder das zusammenzufassen, dass es am Ende weniger Versammlungen sind. Denn wir müssen am Ende schauen, wie wir unser Personal einsetzen oder eben nicht einsetzen. Und er macht hier einfach eiskalt weiter. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Job behalten kann. Wer momentan zu so einer Versammlung geht und immer noch nicht mitbekommen hat, was da gebrüllt wird, ja, der macht sich auch ein Stück weit mitschuldig und schafft da den Nährboden. Also hier verlangen wir auch gesellschaftlich, dass man sich klar davon distanziert. Und wir müssen diese Versammlungslagen einschränken. So schlimm das ist in unserem Rechtsstaat, aber einen anderen Weg gibt's nicht, weil sonst wird das immer weiter eskalieren. Herr Jan, habt ihr gehört? Er verlangt, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, dass die Gesellschaft sich hier distanziert. Wie also von Sylt quasi, dass man sich von Gigi D'Agostino und L'Amour Toujours distanziert. So muss man sich hier distanzieren von diesen antisemitischen Hassparolen, die auf diesen Demonstrationen gerufen werden. Und wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dass Yalla Yalla Intifada die Auslöschung von Israel bevorzugt, ja? Also Leute, ich weiß, freitags immer geschwänzt für die Klimakleber, schon verstanden, aber so ein bisschen Geschichte, ja? Also wir fangen mal an, 1917 mit der Balfour-Deklaration oder 1948, wie die Briten versucht haben, die Palästinenser reinzulegen, um den Juden das Land zu vermachen. Wir können darüber ewig diskutieren und es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt da nie richtig und falsch, ja? Es gibt da verschiedene Standpunkte, ja? Und das Problem ist vor allem, es sterben da zu viele Menschen. Bin ich ganz bei euch. Es sterben zu viele Menschen, es sterben auch zu viele Zivilisten. Aber es ist Krieg. Was meint ihr denn, was im Krieg passiert? Dass sie Rosinen werfen aus dem Flugzeug? Dass sie Lutscher werfen? Also, nee. Leute, im Krieg werden Bomben geworfen. Im Krieg werden Menschen ermordet. Das ist das Wesen eines Krieges. Und das muss man sich am Anfang überlegen, bevor man diesen Krieg möchte. Und die Hamas war es, die am 7. Oktober bereit war, in den Krieg gegen Israel zu ziehen. Sie haben hunderte Leute entführt, auf das Übelste teilweise behandelt. Und da gibt es keine Rechtfertigung. Ja, aber die Israelis vorher. Nein, nein. Und jetzt wollen hier gewisse Leute sie auch noch mit einem Staat dafür belohnen. Hier wird der palästinensische Staat von manchen Ländern anerkannt, bedingungslos. Und genau da ist der Fehler. Wir können doch nicht jetzt hingehen und können einen Staat Palästina den Palästinensern zusprechen, bedingungslos. Das ist es aber, was Norwegen gemacht hat oder was Spanien gemacht hat. Sie akzeptieren das einfach und damit legitimieren sie Hass und Terror, dass er durchkommt am Ende. Man kann eine Zwei-Staaten-Lösung ja fordern. Es ist am Ende wahrscheinlich auch das Logischste, was daraus folgt. Aber dann muss man doch beiden Seiten Bedingungen auferlegen. Ja? Also die Anerkennung für den Staat Palästina fängt ja schon damit an, dass die Bedingung ist, dass keine Raketen mehr nach Tel Aviv geschossen werden. Das wäre mal ein Anfang, ja. Aber hier wird Yalla Yalla Intifada, das ruft zur Auslöschung Israels auf. Guckt euch mal an im Geschichtsbuch, was damit eigentlich gemeint ist, ja. Und der Berliner Polizeisprecher, er ist schockiert, dass der Mainstream das quasi gut findet, diesen Antisemitismus hier. Er wird geduldet, die TU-Präsidentin, die FU-Präsidentin. Berlin ist ein ganzes Shithole, ja. In Amerika war es ja schon mit den ganzen Studentenprotesten auch so, dass die Pro-Palästinenser, die Hamas-Supporter und Sympathisanten hier wirklich die Oberhand haben in dieser Bildungsklientel, also in dieser,
in dieser Unisphäre. Aber ich weiß, man macht sich mit diesem Thema keine Freunde. Und ja, Benjamin Netanyahu hat auch Kriegsverbrechen mit zu verantworten. Das gehört auch dazu. Aber wer hat denn angefangen mit den Kriegsverbrechen? Das war die Hamas. Man kann das nicht einzeln gegeneinander aufwiegen. Und es werden im Krieg nun mal auch Fehlentscheidungen getroffen. Das Hauptproblem ist ja die israelische Regierung an dieser Stelle und Benjamin Netanyahu, unabhängig von seinem Haftbefehl. Aber das kann nur das israelische Volk mit einer Wahl ändern. Ja? Schwieriges Thema, ich weiß, aber hört nochmal zu. Wir schränken jetzt die Polizei ein bei uns, denn er sagt es nochmal. Dass man jetzt sagt, welche Aufgaben können wir runterfahren? Müssen wir wirklich im ÖPNV so präsent sein? Müssen wir wirklich überall noch Verkehrsüberwachung machen, weil es vorgegeben ist? Oder kann die Polizei so priorisieren, dass uns die Einsatzkräfte auch noch einen Zeitraum erhalten bleiben und nicht alle krank wegbrechen? Müssen die Einsatzkräfte nicht alle krank wegbrechen? Wow, Leute, wow. Das kommt mit Ansage. Die Polizei in Berlin, sie ist in Not. Sie bekommt zu wenig Unterstützung von den anderen Ländern. Und die Landespolitik, sie lässt sie am langen Arm verhungern. Wirklich am langen Arm verhungern. Ich bin gespannt, wann es endlich mal hier zu einem Aufschrei kommt, dass wir diese ganzen Gewalteskalationen in unserem Land nicht weiter dulden, weil wir müssen das nicht dulden. Und vor allem ist ja das Interessante, wie viele da mitlaufen, die deutsche Staatsbürger sind. Es ist ja wirklich so, dass das nicht die Mehrheit der Muslime ist, die da mitläuft, sondern das sind Leute, die einen deutschen Pass haben. Und gegen Personen mit einem deutschen Pass kann die deutsche Justiz ja besonders hart vorgehen. Ich wäre mal dafür, wir lochen die erstmal alle ein, auch wegen Volksverhetzung, wie viele Leute da inzwischen Dinge rufen. Also, Katastrophe, Leute, Katastrophe. Aber ja, klar, die einen werden mich jetzt hassen, weil ich das Morden von Benjamin Netanyahu unterstütze und dann habt ihr mir nicht zugehört. Ich habe nochmal gesagt, im Krieg fallen Bomben und es sterben Menschen. Deswegen ist Krieg scheiße. Aber die Situation in Nahost, sie ist jetzt so vertrackt, da wieder rauszukommen. Gesichtswarnung ist schwieriger, als aus der Ukraine wieder rauszukommen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du die Lage in Deutschland? Wie siehst du die Gefahren, die wir hier abzuwehren haben, auch zu EM? Denkst du, die Polizei wuppt das bis Juli oder es geht schief? Schreib mir mal unbedingt einen Kommentar unter dieses Video und lass ein Abo für den Kanal da. Damit bis bald.